Willkommen, verehrte Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Island, das heißt Eisland. Die Insel könnte auch Feuerland heißen. Wahrscheinlich hat sie ihren Namen Eisland deshalb, weil die Erstentdecker im 9. Jahrhundert zuerst die großen Gletscher im Süden gesehen haben. Den Vatnajökull unter anderem, den großen Wassergletscher, von dem heute noch ein paar Mal die Rede sein wird. Auch vom Wasser, das dieser Gletscher unter bestimmten Umständen zu liefern vermag. Die bestimmten Umstände, das sind Vulkanausbrüche. Und die gibt es dort auch unter dem Gletscher. Aber Vulkane sind eben nicht ständig anzutreffen. Vulkanberge schon, aber Eruptionen eben nicht. Über 100 Mal gab es sicher gewaltige Eruptionen, seit Menschen die Insel entdeckt haben. Aber es sind immer ein paar Jahre Ruhe dazwischen. So stimmt am Ende der Begriff Eisland besser als Feuerland. Im Winter erinnert die Landschaft Islands immer noch an die Eiszeit. Damals bedeckte ein mächtiger Inlandgletscher fast die ganze Insel. Der große zusammenhängende Eispanzer ist verschwunden. Geblieben sind große Eisfelder, tief eingeschnittene Täler und scharfe Grate. Die vulkanische Natur ist verwischt. Ganz anders bei der Kraterreihe entlang der Laki-Spalte. Sie stammen vom Ausbruch von 1783, einem der verheerendsten Islands überhaupt. Damals wurden die Weiden durch vulkanische Asche und giftige Gase verdorben. Im Jahr nach dem Ausbruch starben unzählige Schafe und Pferde, weil die Weiden vergiftet waren. 10.000 Menschen erlitten den Hungertod. Der Winter verzaubert heute mit Schnee die Spuren der vulkanischen Gewalt. Der Yrjajökull mit 2119 Meter ist der höchste Berg der Insel. Seine Westseite zeigt er nur selten in dieser Klarheit und seinen Eispanzer. Meter hoch steigt dieses Massiv über das Vorland auf. Zwischen den Bergrücken schieben sich die Gletscherzungen des großen Inlandgletschers des Vatnajökull ins flache Vorland. Baumlose Tundra säumt den Gletscherrand und die Schuttflächen bis hin zum Meer. Grüne Weiden, schwarzes Vulkangestein, Wasser, Eis, das sind die Farben Islands. Im eisigen Winterkleid glänzt auch der Gullfoss, der goldene Fall, der berühmteste unter den Wasserfällen Islands. In zwei Stufen stürzt das Wasser der Hvítar über zwei Lavaschichten in eine 30 Meter tiefe enge Spalte. So eisig allerdings sieht man den Fall nur im kalten Winter. Dann gefriert die aufsteigende Gischt an seinen Rändern, der Fluss selbst, die Hvítar, die Weiße bleibt eisfrei, sie strömt zu rasch. Bodeneis am flachen Ufer quillt aus dem Sand und aus den Kiesbänken. Die flachen, strömungsfreien Tümpel überziehen sich mit dünnem Eis. Unter dem Eis spielen Wasser und Luft miteinander.
Zauberhafte Bilder aus einer kristallenen Welt. Reykjavik im Schnee. Ein eher seltener Anblick, denn die Temperatur in der Nähe des Meeres fällt auch im Winter nur knapp unter den Nullpunkt. Reykjavik ist eine große Stadt geworden. Heute leben um die 165.000 Menschen in dieser Region. Das ist viel, wenn man bedenkt, dass auf der ganzen Insel allenfalls 270.000 Menschen zu Hause sind. Reykjavik, die Metropole. Der leistungsfähige Hafen ist von größter Bedeutung. Bis heute leben auf Island mehr als 10% der Bevölkerung vom Fischfang und von der Fischverarbeitung. Obwohl der Flugverkehr ständig an Bedeutung gewinnt, hat sich auch der Schiffsverkehr nach Europa und nach Nordamerika verstärkt. Nur kleine Siedlungen, Höfe vor allem, stehen an der Küste und entlang der Flüsse. Nur hier kann das Land auch landwirtschaftlich genutzt werden. Die Birkenwälder allerdings, die es zur Zeit der Landnahme durch die Norweger gab, sind längst abgeholzt. Die berühmten wetterfesten Islandponys sind Tag und Nacht, Sommer und Winter auf der Weide. Ohne sie wäre die Erschließung des unwirtlichen Lands gar nicht möglich gewesen. Heute warten sie vor allem auf Touristen. Eher wild als zahm haben sie doch alle einen Herrn. Wer nach Island kommt und ein wenig Zeit mitbringt, kann auf ihrem Rücken das Land durchqueren. Die stämmigen Ponys sind den norwegischen Fjordpferden nahe verwandt. Sie kamen mit den ersten Siedlern. Heute wird ihre große Zahl zum Problem. Sie belasten den weichen Boden und beschleunigen die Bodenerosion. Um die Weiden zu retten, muss ihre Zahl beschränkt werden. Dennoch, die Ponys sind aus dem Leben und aus der Geschichte Islands nicht wegzudenken. Kein Wunder, dass man ihnen in Reykjavik ein Denkmal gesetzt hat. Im gleichen Biotop wie die Pferde verbringen auch die Singschwäne das Sommerhalbjahr. Sie brüten hier und ziehen die Jungen groß. Das Elternpaar bewacht und beschützt seinen Geleitzug. Im Herbst machen sich diese großen Vögel auf den weiten Weg in ihre Winterquartiere, an den Küsten von Nord- und Ostsee und selbst an den Ufern der alten Seen sind sie dann zu finden. Auf den ersten Blick gleichen die Singschwäne unseren Höckerschwänen. Aber der spitzere Schnabel und das gelbe Gefieder am Kopf machen sie auch äußerlich deutlich erkennbar. Wellengang und raue Winde stören diese Vögel wenig. Was sie brauchen, um zu leben, finden sie: Gras, Kräuter, Wasserpflanzen und kleines Getier. Mit den Siedlern kamen auch die Schafe auf die Insel. Heute ziehen fast eine halbe Million über die Weiden. Die Schafe sind sehr selbstständig. Die Kuhlen, die sie zu ihrem Schutz aufsuchen, haben sie ausgescharrt. Dann hat der Wind den Boden weggeblasen. Auf diese Weise liefern die Schafe natürlich einen besonders gefährlichen Beitrag zur Bodenerosion. Doch nicht nur tierische Produkte liefert die Landwirtschaft.
Auch Kartoffeln und Getreide wachsen in Island, vor allem Gerste. Doch die landwirtschaftliche Fläche schrumpft insgesamt. Weite, ungebändigte Landschaften beherrschen wieder mehr und mehr das Bild. Schmelzwasserströme bilden wahre Flussnetze und gliedern das Land in zahllose Inseln. Am Fuße der Gletscher bildet der Schutt eine große schiefe Ebene. Das ist vor allem an der Südküste so, zwischen dem Vatnajökull und dem Meer. Eine einsame Straße zieht durch dieses unwirtliche Land. Über 4000 Kilometer lang sind die Hauptstraßen Islands. Die längste führt rund um die Insel. Das ist sicherlich der schwierigste Bauabschnitt. Ein gewagtes Bauwerk zwischen Gletscher und Meer mit hohen Dämmen und langen Brücken. Nicht nur eiskalt das Wasser ist typisch für Island. Mehr noch sind es die vielen heißen Quellen. Mit Siedetemperatur steigt das Wasser aus der vulkanisch erhitzten Tiefe, bildet blaue Quellbecken, setzt mitgebrachte Mineralien ab und heizt, seit es Menschen gibt, auch die Häuser. Blaugrüne Bakterien fühlen sich im heißen Wasser richtig wohl. Solche Organismen gab es schon, bevor unsere Erde ein grünes Pflanzenkleid trug und von Tieren bevölkert wurde. Auch diese weißen Schwefelbakterien sind typisch für die heißen Quellen. Berühmt sind die Heißwassergebiete der Halbinsel Reykjanes und des Haukadalur, das Gebiet mit den großen Geysiren. Aufsteigende Dampfblasen lassen das Wasser brodeln. In den heißen Springquellen, den Geysiren, kommt es zu heftigen Wasserdampferruptionen. Das ist der Geysir Ströggur. Seine Wasseroberfläche wölbt sich wie eine Glocke auf, um dann unter dem Druck des gespannten Dampfes zu platzen. Heute ist dieses Heißwassergebiet vom Haukadalur ein Nationalpark und streng bewacht und geschützt. Island ist durch und durch vulkanischer Natur. Vulkanische Erscheinungen machen sich überall bemerkbar. Sei es die Heizung der Häuser, sei es die Geysire, viele andere warme Quellen und Dampfquellen, Thermalschwimmbäder und große geothermische Kraftwerke. Und manchmal stößt man auf den Vulkanismus, ohne dass man es will. In 3000 Meter Tiefe stieß ein Bohrmeißel direkt auf das glühende Magma. Also heißer Boden überall. Das Kennzeichen für diese Insel.
Manchmal dauert es lange, bis ein Vulkan ausbricht. Und von manchem, der eigentlich aussieht wie ein schlafender Berg, erwartet man nicht, dass er wieder ausbricht. Das war so auf der Insel Heimé, der größten der Westmännerinseln vor der Südküste Islands, im Jahr 1973, am 23. Februar. Nach wenigen Tagen hat sich ein Schlackenkegel gebildet. Wo weiße Dampfwolken aufsteigen, erreicht ein Lavastrom das Meer. Im Hafen liegen Hilfsschiffe. Die Bevölkerung ist längst evakuiert. Aschenbeladene Eruptionswolken verdunkeln die Sonne und überschütten die Stadt. 380 von 1200 Häusern sind zerstört. Die leicht gebauten Holzhäuser halten dem Druck der Asche nicht lange stand. Wo die Lava das Meer erreicht, quellen immer höhere Dampfwolken auf. Ein Lavastrom droht die Zufahrt zum Hafen zu versperren. Noch kann niemand ein Ende der Katastrophe voraussagen. Immerhin schließen isländische Geologen darauf, dass es nicht sehr lange dauern wird. Nicht länger als ein Jahr. Tatsächlich erlahmt die vulkanische Kraft noch im Frühjahr desselben Jahres. Seine Aktivität beginnt zu schwanken. Die Bedrohung hält an. Immer noch steigen Lavafontänen wie feurige Geysire auf, fällt Asche als Dauerregen auf die Stadt. Große Lavabomben werden über den Rand geschleudert. Der Lavastrom, dessen Oberfläche an einen Kuxhaufen erinnert, wälzt sich langsam, aber unaufhaltsam über die Asche auf die Stadt und den Hafen zu. Schaurig schön das Spiel der Lavafontänen. Bedrohlich das Bombardement durch glühende Brocken. Wo die Lava schließlich das Meer erreicht, kommt es zu heftigen Dampfexplosionen. Inzwischen sind die Menschen nach Heimé zurückgekehrt. Die Stadt ist wieder voller Leben, voller Industrie, und zwar Fischereiindustrie. Da wird gefischt, da werden die Fische verarbeitet. Wenn unser ein rein ahnungsloser Mitteleuropäer dann ankommt und meint, hier rieche es etwas streng oder deutlicher gesagt, hier stinkt es nach Fisch, wird man von einem Isländer sehr schnell belehrt. Hier stinkt es nicht nach Fisch, hier riecht es nach Geld. Und das stimmt so. Und das ist ein Grund, warum die Leute da hingehen und dort bleiben. Und der nächste Ausbruch, wenn man fragt, keiner kann es sagen. Es hat 6000 Jahre gedauert zwischen dem letzten und dem davor. So lange kann es wieder dauern. Es muss aber nicht sein.
Der Vulkanismus Islands steht in einem größeren Zusammenhang. Hier als rotes Band eingetragen der Mittelatlantische Rücken. Eine Zone, an der sich die östlichen und westlichen Kontinente auseinander bewegen. Eine hochvulkanische Zone. Diese Zone durchzieht Island. Das ist deutlich zu sehen, wenn man die geologische Karte, die geologische Befindlichkeit, wenn man das so sagen darf, Islands betrachtet. Die Hauptstadt im Westen und hier die wichtigsten Feuerzonen Islands. Sie sind Teil dieses mittelatlantischen Rückens. Auf ihm liegt im Süden Heimaey und in der Mitte etwa der Vulkan Grímsvötn unter dem großen Vatnajökull. Mit hoher Brandung läuft das Nordmeer auf die flache, sandige Südküste Islands auf. Was aussieht wie ein Wunderland für Wellenreiter, ist in Wirklichkeit eine grimmig kalte See am eisigen Ufer. Die Eisblöcke schmelzen nur langsam. Das Eis selbst stammt vom Gletscher Vatnajökull. Der schwarze Sand und die rundgeschliffenen Basaltbrocken sind vulkanischer Natur. Gletscher, Flüsse und schließlich das Meer zermahlen die schwarzen Basaltbrocken zu feinem Sand, der als staubfeine Trübe vom Meer davongetragen wird. In der Ferne die Berge und der große Gletscher. Vor der Gletscherstirn schwimmen mächtige Eisblöcke in einem Schmelzwassersee. Das ist gewissermaßen der Normalzustand am Rande des Vatnajökull. Das Wasser strömt langsam ab zum Meer, bildet einen Strom, der sich verzweigt und wieder vereint. Diese unglaublich wilde, unübersichtliche Landschaft. Und das ist die wild zerrissene Stirn des Vatnajökull, des großen Gletschers. Der Hubschrauber startet zu einem Flug über den mehr als 8000 Quadratkilometer großen Vatnajökull, den Wassergletscher. Wer eine strahlende Eisfläche erwartet, ist enttäuscht. Schwarz gebändert durch Moränen kommt der Gletscher daher. Er schleppt den Schutt der Inselberge mit sich und dunkle Lagen und viele schwarze Streifen aus vulkanischer Asche. Die Risse und Spalten werden vom ascheführenden Schmelzwasser nachgezeichnet. An der Gletscherstirn liegen die Aschebänder wie Jahresringe übereinander. Jedes Band entspricht einem Vulkanausbruch. Wie eine Elefantenhaut liegt die Gletscherzunge des Kaidara-Jökull unter uns. Gewaltige Einsenkungen und Einbrüche im Eis weisen darauf hin, dass der Gletscher vom Grunde her vulkanisch aufgeschmolzen wird.
Wahre Riesentreppen bilden sich im 800 Meter mächtigen Eiskörper. Und wo der Gletscher in mehrere Richtungen zerbrochen ist, ein Chaos von Eisblöcken und Säulen. In der Ferne steigt eine Dampfwolke über dem neuen Vulkan Loki auf. Am 2. Oktober 1996 bricht das Eis über dem Vulkan Loki. Hochexplosive Eruptionen in einem Gletschersee folgen. Asche legt sich über das Eis. Eine gewaltige Dampfwolke steigt auf. Das Schicksal des Vulkans steht auf der Kippe. Wenn es dazu kommt, dass die Lava über den Wasserspiegel auszufließen beginnt und sich ein stabiler Kraterkegel bildet, hat der neue Vulkan gewonnen. Dann hat er eine lange Zukunft. Doch offenbar reicht das dafür nicht. Seine Energie ist trotz allem nicht groß genug, um sich über den Gletscher zu erheben. Immer aufs Neue wird das Feuer vom Wasser gelöscht. Statt stabiler Lavaschichten bilden sich nur lockere Schlackenhügel. Dampf, Asche, Lava. Noch ist der Kampf nicht endgültig entschieden. Weiter im Norden entsteht eine große, flache Einsenkung. In trichterförmigen Einbrüchen sammelt sich glasklares Schmelzwasser. Nicht weit vom Nordrand des großen Gletschers entfernt, im Gwergviertel, reichen die Einbrüche bis auf den gewachsenen Felsgrund unter dem Gletscher hinab. Dort hat ein vulkanisch beheizter Bach und Dampf eine fantastische Eishöhle geschaffen. Muschelförmige Schmelzfiguren schmücken Wände und Decke. Am Grund der großen Eishöhle fließt der warme Bach nach Norden. Schwefliger Dampf erfüllt den Raum. Die Gwergviertelhöhle gehört zu den aufregendsten Höhlen der Welt, nicht nur weil vulkanische Hitze und Eiseskälte so nahe beieinander sind, sondern auch, weil sich der Gletscher zudem über die vulkanische Zone nach Norden schiebt. Das macht allerdings den Aufenthalt hier nicht sicherer. Schließlich erreicht das Wunder der Erde-Team mit Carsten Peter und seinen Begleitern ein Thermalfeld unter dem Eis. Heißer Dampf steigt auf. Schmelzwasser fällt von der Decke. Der warme Höhlenbach sägt sich durch das Lavagestein am Höhlengrund.
Dampf, überall Dampf und Schwefeldunst. Eisiges Schmelzwasser und Eis an der Decke und hohe Temperaturen am Grund. Das zeichnet die Quercviertelhöhle aus. Kleine Sinterterrassen bilden sich um die heißen, mineralreichen Quellen. Der Höhnenbach tritt schließlich als einer der Quellflüsse der Jökulsáer Fjöllom aus, einem wilden Fluss, der ins nördliche Eismeer mündet. Loki, der junge Vulkan, den man später Gjalp nennen wird, ist in voller Aktion. Die Dampfwolke aus dem Krater steigt bis 10 Kilometer hoch. Ein schwarzer Aschenschleier senkt sich herab. Der Schmelzwassersee ist größer geworden, ein Teil des Wassers fließt über den Gletscher ab. Götterdämmerung. Die lichten Aasen kämpfen mit den Riesen der Unterwelt. In den nordischen Sagen spiegeln sich diese Naturgewalten wider. Schwere, mit Asche beladene Quellwolken türmen sich übereinander. Wie Raketen schießen dampfende Lavatrümmer hoch. Wasserdampf, Kohlendioxid, Schwefeldioxid, Fluor und Chlor werden freigesetzt. Starke Säuren bilden sich. Ein vulkanisches Gewitter kündigt sich an. Am 13. Oktober 1996 endet die Aktivität des Loki. Im Süden erwartet man den Gletscherlauf, den Schmelzwasserausbruch. Stürme peitschen über den Gletscher und treiben den Neuschnee vor sich her, aber von Schmelzwasser zunächst keine Spur. Erst nach einem Monat bricht endlich das Schmelzwasser aus der südlichen Stirn des Vatnajökull. Ungeheure Wassermassen, Schlamm und Geröll. Eine gewaltige Flut ergießt sich über die Sandfläche zwischen Gletscher und Meer. Bis 43.000 Kubikmeter pro Sekunde brechen aus dem Eis. Gewaltige Eisblöcke werden vom Wasser mitgerissen. Unter ihrer Wucht werden Dämme und Brücken brechen. In kurzer Zeit entsteht ein Sachschaden von über 50 Millionen Mark.
Menschen kommen zum Glück nicht zu Schaden. Die Katastrophenplanung der Isländer und ihre bewundernswerte Ruhe haben sich wieder einmal bewährt. Wie abgenutztes Riesenspielzeug übersehen Eiswalzen und Eiskugeln das ganze Vorland. Überraschend schnell fließt das Wasser aus dem Gletscher ab. Die alte, trügerische Ruhe kehrt wieder ein. Gletscherlauf wird dieses Naturereignis genannt. Eine Katastrophe geradezu und ein außerordentlich kleiner, bescheidener Begriff dafür. Immer wieder, vielleicht auch um es nicht allzu groß zu machen, bricht der Gletscher aus und überschüttet und überschwemmt das ganze Vorland mit ungeheuren Wassermassen. Das begann am 5. November mit etwa 6000 Kubikmeter pro Sekunde. Das ist aber schon ungefähr die dreifache Menge dessen, was der Rhein in die Nordsee liefert. Und dann steigert sich das. Bis in die Nacht hinein waren es dann 43.000 bis 45.000 Kubikmeter. Da kommt man in die Größenordnung von der 20-fachen Wassermenge des Rheins. Und die größten Eisklötze, die da bewegt wurden, waren 1.000 Tonnen schwer. Das sind Eisberge. Das sind ungeheure Gewalten, mit denen man in unseren Breiten gar nicht rechnet. In Island ist auch das eine ganz normale Angelegenheit, die allerdings nicht allzu oft auftreten darf. Und es gibt sogar Gletscherläufe, die noch deutlich stärker waren. Zu Beginn des Jahrhunderts war einer, der eine Wassermasse produziert hat, die ganz nahe an die des Amazonas herankam. Auf jeden Fall Naturereignisse weit jenseits der normalen Vorstellungskraft. Und was wird daraus? Das Land wird überschüttet, das Land schüttet sich auch auf, es wächst ein wenig nach oben, die schiefe Ebene zum Meer hin wird breiter und breiter. Und der feine Schlamm wird vom Meer davongetragen. Und wie man weiß, waren auch das einige 100 Millionen Tonnen, die da bewegt wurden, Schlamm und Sand und feiner Kies. Wenn man die Ökologen fragt, hat das eine Bedeutung für das Wasser, für das Meer, für das Leben im Meer, kommt man zu einem merkwürdigen Schluss. Offenbar bekommt diese feine Trübe den Dorschlarven, also den Verwandten des Kabeljaus. In der Zeit, in der so viele Mineralstoffe im Wasser sind, gedeiht offenbar das Pflanzenplankton ein wenig besser, das tierische Plankton ein bisschen besser. Und so gesehen sind die Wachstumsbedingungen günstiger. Also was des einen Uhl, ist des anderen Nachtigall, könnte man zum Schluss noch einmal abschwächend dazu sagen. Ich darf mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Auf Wiedersehen, das nächste Mal bei Wunder der Erde. Kunstwerke in den Augen des modernen Menschen, Kunstwerke, die kommen und gehen, Zeugnisse einer übermächtigen Natur in den Augen der Isländer, die mit ihr leben.